Hallo zusammen und herzlich willkommen einen Tag mehr auf meinem Kanal. Heute will ich über das Whey-Protein sprechen und wie man es zu Hause herstellen oder haben kann. Das Whey-Protein ist in der Fitnesswelt sehr berühmt geworden, jedenfalls hier in Spanien, ich denke auch in Deutschland. Man kann es überall in den Fitnessläden kaufen, aber viele wissen nicht, was es wirklich ist. Deswegen habe ich mir gedacht, dieses Video zu machen, um über den Ursprung zu erzählen und wie es hergestellt wird. Und außerdem hat es etwas damit zu tun, was ich überaus liebe. Später komme ich darauf zurück. Okay, nun zur Erklärung. Whey-Protein ist ein oder das Molkeprotein. Die Milch hat zwei Hauptproteine. Das ist zu 80% das Casein und zu 20% das Whey-Protein. Und warum es so berühmt geworden ist, hat hauptsächlich einen praktischen Grund. Das Whey-Protein oder das Molkeprotein fällt bei der Käseherstellung an. Das heißt, wenn die Milch fermentiert wird und das Casein eindickt. Und da bei der Käseherstellung 90% Molke abfällt und immer mehr Käse hergestellt wurde, kam bei der Industrie das Problem auf, wie sie diese Molke loswerden konnten. Bis einer merkte, dass in der Molke Nährstoffe drin sind, die für die Supplementeindustrie sehr interessant ist. Und dadurch kam das Molkeprotein zu seinem Ruhm. Und wenn ich Molke höre, denke ich an mein Video über den Kefir-Frischkäse, wo sehr viel Molke abfiel. Und das bedeutet, dass wir das Whey-Protein da drin haben. Und nicht nur das, sondern auch lebende Bakterien, die Probiotika, die gut für unseren Darm sind und die Proteinpulver nicht mehr haben, weil sie erhaltbar gemacht werden mussten. In den Shakes, die ich euch vorstellen werde, werden wir aber den ganzen Kefir benutzen, weil wir damit nicht nur von diesem Whey-Protein profitieren, sondern auch von den Probiotikern und von dem Casein-Protein. Das Casein ist bekannt, dass es eigentlich sehr unverträglich für den menschlichen Körper ist und viele haben auch eine Casein-Intoleranz. Aber in dem Kefir ist die Milch fermentiert und dadurch das Casein gesplittet. Das heißt, es ist eine Art Vorverdauung geschehen und dadurch ist es sehr gut aufnehmbar. Und noch dazu erhöht der Kefir den Stoffwechsel. Gleich kommen wir zu den Shakes. Ich werde euch ein Grundrezept und drei Varianten vorstellen. Die Variationen sind Beispiele. Ihr könnt sie später variieren, wie ihr wollt. Zu jedem Shake werde ich euch die Menge der Proteine und der Kohlenhydrate auflisten. Aber zu der Messung der Proteine möchte ich noch eins klarstellen. Es gibt eine Methode, die gewöhnlich angewendet wird, die Proteine über ihren Stickstoffgehalt messen. Diese Art von Messung hat aber eine Falle oder sie ist nicht ganz genau, denn sie zählt nicht nur die kompletten Proteine, sondern auch die inkompletten Proteine, weil beide Arten Stickstoff enthalten. Und diese Ungenauigkeit nutzen einige Marken der Ergänzungsmittelindustrie aus und erhöhen den Anteil der Proteine in der Auflistung, indem sie einfach unkomplette Proteine zu der Menge hinzufügen, weil nicht komplette Proteine billiger sind. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin kein großer Fan von der Auflistung von Proteinen und Kohlenhydraten, weil einfach das Thema zu komplex ist, sowohl für die Proteine als auch für die Kohlenhydrate. Aber okay, die Pulver von den Proteinen haben diese Auflistung und wir machen es mit der gleichen Methode. Aber jetzt gehen wir zu der Herstellung der drei Shakes. Für das Basisrezept brauchen wir 300 Gramm Milchkefir, 50 Gramm Haferflocken, 50 Gramm Erdnussbutter. Das Video mit dem Rezept für die Erdnussbutter hinterlasse ich oben. Und eine Banane. Die Kombination mit der Erdnussbutter und den Haferflocken bilden komplette Proteine. Der Kefir hat schon komplette Proteine. Und durch die Fermentierung sind sie ja schon gesplittet für die bessere Aufnahme. Um den Proteinshake zu machen, brauchen wir also nur noch einen Mixer und fügen alle Zutaten hinzu. Aber bevor wir alles mixen, zeige ich euch das erste Rezept. Im ersten Shake fügen wir ein rohes Ei hinzu, was auch komplette Proteine hat. In der Auflistung habe ich das Eigelb und das Eiklar getrennt aufgeführt. Das habe ich für diejenigen gemacht, die Angst wegen dem Eigelb haben. Das Eigelb hat sehr viele Proteine, sehr viele Nährstoffe von hohem Wert und die 4 Gramm Fett von einem Ei sind auch nicht viel. Außerdem sind es gesunde Fette wie bei den Erdnüssen. Wir kommen jetzt wieder zu dem Mixer zurück und fügen das Ei zu. Und mixen alles sehr gut durch. Und jetzt haben wir auch unseren ersten Shake fertig. Und dann haben wir auch noch einen Tester, der alles probiert. Mama, guck mal, lecker. Está bueno. Recomendado 100%. Suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita de notificación. Im zweiten Rezept fügen wir zu dem Basisrezept
10 Gramm reinen Kakao und eine Prise Zimt hinzu. Den Kakao fügen wir nicht nur wegen den Proteinen hinzu, sondern er hat auch sehr viele Nährstoffe. Und der Zimt drückt unseren Blutzuckerspiegel herunter und erhöht den Stoffwechsel. Hier bin ich schon dabei, das Basisrezept zu mixen. Und jetzt fügen wir den Kakao hinzu und den Zimt. Und mixen weiter. Und jetzt ist wieder unser Tester dran. Me tomo el otro. Este está espectacular. Este me encanta. Im dritten Rezept haben wir wieder unser Basisrezept und fügen frischen Spinat hinzu. Der Spinat ist super gut. Nicht wegen dem Geschmack, sondern weil er Chlorophyll enthält. Und das Chlorophyll ist sehr wichtig für unseren Körper. Vamos a probar a ver qué tal es. Este es el que más me ha gustado de todo. ¿Sí? Me encanta este. Este ha sido el más rico de los tres. Para mí, para mi gusto, ha sido el que más me ha gustado. ¿Y por qué la textura se siente un poco distinta? Tal vez por las hojas, ¿no? Uh-huh. Está como más suave. Como más... El cacao es más amargo. El cacao es más amargo. Pero este está riquísimo, este me encanta. Como Popeye. Para ponernos fuerte con las espinacas. So, das waren auch schon die drei Shakes. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Hinterlasst mir unten einen Kommentar, welche der drei Shakes euch am besten gefallen hat, welche euch am besten geschmeckt haben. Mein persönlicher Favorit ist auch der mit dem Spinat. Der Shake mit der Schokolade schmeckt auch sehr gut. Das Einzige ist nur, dadurch, dass wir 10 Gramm Kakao benutzen, ist er nicht ganz so süß. Was ich auch sehr oft mache, ist, dass ich einfach das Ei mit in den anderen zwei Shakes mit reinsetze und dadurch nur zwischen Schokolade und Spinat abwechsel. Probiert sie einfach aus. Mit Erdbeeren oder Mango werden sie bestimmt auch gut schmecken. Also es bleibt ganz eurer Fantasie hinterlassen. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir ein Like. Und wer es noch nicht gemacht hat, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, damit sie euch jedes Mal benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Meine sozialen Netzwerke wie Twitter, Instagram, Facebook lasse ich unten in der Informationsbox. Und das war's auch schon. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich schicke euch einen dicken Kuss. Bis zum nächsten Mal und vergisst nicht, sehr glücklich zu sein.